Digitalisierung, Internationalität, Nachhaltigkeit. Das sind die Themen, die aktuell die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen. Aber auch deutschlandweit wird darüber diskutiert. Deswegen sind diese drei Top-Themen Schwerpunkte der kommenden Branchen-Highlights. Vom 20. bis 21. November wird der Deutsche Tourismustag und vom 10. bis 12. Mai der Germany Travel Mart in Rostock veranstaltet. Welche Chancen ergeben sich dadurch für die Region und wie präsentiert sich Rostock als Gastgeber? Das diskutierten Vertreter der örtlichen Tourismusbranche beim 16. Tourismusfrühstück im Hotel Neptun Warnemünde. Andere Wettbewerberinnen und Wettbewerber in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, wenn ich jetzt an die Küste gucke, die haben schon genau hingeguckt, was in Mecklenburg-Vorpommern passiert. Und da gilt es jetzt, sich genau zu überlegen, wie man die Zukunft gestalten will. Mehr Qualität, mehr Serviceorientierung, neue Angebote, aber auch neue Themen. Und deswegen ist es gut, dass der Deutsche Tourismustag in Rostock ist im November, weil wir auch einen Blick auf den Städtetourismus in Mecklenburg-Vorpommern haben müssen. Wir haben viel Potenzial noch, was wir in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft haben, wenn wir an die internationalen Gäste denken. Und das genau ist auch ein Thema, was wir heute hier beim Tourismusfrühstück gesprochen haben, den internationalen Gast noch stärker in unsere Destination zu bringen, Deutschland selbst auch noch stärker davon zu überzeugen, dass man hier nach Mecklenburg-Vorpommern kommen und reisen sollte. Und da haben wir in Zukunft, glaube ich, noch eine ganze Reihe an Möglichkeiten. Und da dienen auch diese beiden großen Veranstaltungen, die jetzt im November und dann im Mai folgenden Jahres kommen, dafür, dass wir dafür werben können. Der Deutsche Tourismustag ist die größte Fachtagung für Akteure der Branche. Rund 400 Touristiker aus ganz Deutschland werden erwartet. Zum ersten Mal wird die Veranstaltung in Mecklenburg-Vorpommern ausgerichtet. Der Germany Travel Mart fand 2009 schon einmal in Rostock statt. Auch er gehört zu den wichtigsten Fachtagungen im Deutschlandtourismus. Das, was wir heute hier gehört haben mit dem Travel Travel Markt und die Veranstaltung, die jetzt kommt, ist wieder mal eine einzigartige, auch wie die ITB, internationales Publikum hier zu zeigen, was Mecklenburg-Vorpommern alles kann, was wir anbieten können, um eben mehr Gäste, insbesondere internationale Gäste. Das ist uns auch mit ein Hauptanliegen, gerade für den Tourismus von Mecklenburg-Vorpommern, weil da sind wir unterrepräsentiert zu anderen deutschen Bundesländern. Die internationalen Gäste können mehr werden und da sind diese Veranstaltungen hervorragend dafür geeignet, für uns zu werben. Wir haben uns seit Jahren sehr positiv, gerade was die Übernachtungszahlen betrifft, entwickelt. Das ist Grund zur Freude, aber fordert uns gleichermaßen heraus, diesen Erfolg auch nachhaltig zu entwickeln. Daher freuen wir uns, dass wir die zwei großen Branchen-Events im November, den Deutschen Tourismustag, im Mai, den Germany Travel Mart, hier in Rostock zu Gast haben, weil wir dann natürlich wieder unsere Stärken, unsere Gastfreundschaft beweisen können. Und das nicht nur national, sondern vor allem auch international. Das Tourismusfrühstück wird zweimal im Jahr in Kooperation von der Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing sowie der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde veranstaltet. Zusammen mit dem Rostock Convention Büro werden auch diese die zwei Branchen-Highlights mitorganisieren.